Es gibt Neuigkeiten zum neuen Jurassic Film, wie auch immer das Ding heißen wird. Und zwar geht es hierbei einmal um die Location Malta, die anscheinend doch etwas ganz anderes zu bedeuten hat, als wir uns das gedacht haben. Plus eben noch den Namen des neuen Films bzw. der neuen Trilogie möglicherweise auch. Wir quatschen jetzt einfach mal über alle neuen News, über alle Gerüchte, die es in den letzten Tagen gegeben hat. Legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, fangen wir vielleicht einfach mal mit einem Punkt an, den wir relativ schnell abarbeiten können. Scheinbar wird nicht nur an einem einzigen Jurassic-Film gearbeitet, sondern tatsächlich an bis zu drei Stück. Das heißt, ja, wir bekommen sehr wahrscheinlich einfach eine neue Trilogie. Ich finde das jetzt gar nicht mal so eine aufregende Neuigkeit. Da gibt es auch noch nichts Offizielles, wie generell bei dem ganzen Jurassic-Wusel aktuell. Allerdings hat dieselbe Stimme, die ebenfalls, naja, den Cast schon von vornherein preisgegeben hat, unter anderem auch Scarlett Johansson, hat nun eben veröffentlicht, ja, dass man hier den Gedankengang hat, mehr als nur einen Film zu machen und die Idee wäre wohl drei Filme. Finde ich okay, dann hätten wir jetzt eben die nächste Trilogie nach Jurassic Park und eben Jurassic World. Das ist alles vollkommen cool. Ich hoffe nur, dass sie diesmal wirklich, wenn sie jetzt von Anfang an eine Trilogie planen, dass man das dann auch merkt. Ich hoffe, dass sie dann wirklich einen roten Faden haben, dass Film A zu Ereignissen aus Film C an einem Stück führen muss, mit schönen offenen Enden, mit kleinen Cliffhängern und dann eben, dass Film B eine gute Brücke ist. Das haben sie auch bei Jurassic World schon versucht, aber ganz ehrlich, warum wurde Biosyn nicht schon im allerersten Film eingeführt? Warum kommen die auf einmal so aus dem Nichts im dritten Teil? Das hätte man alles viel, viel schöner, viel, ja, viel zusammengehöriger anfühlend erzählen können. Des Weiteren gibt es Neuigkeiten beim Namen, beziehungsweise bei Neuigkeiten würde ich nochmal aufpassen. Die ganze Nummer habe ich schon in den Community-Tab auf YouTube gepostet. Da kannst du dich genau an der Diskussion beteiligen oder du machst es einfach jetzt hier unten in den Kommentaren. Es wurde eine Liste eines der mitverantwortlichen Produzenten zum neuen Jurassic-Film veröffentlicht, in welchem wir sehen können, welche Filme er in der Vergangenheit bereits gemacht hat und welche Filme er jetzt eben in der Zukunft noch machen will oder eben machen wird, also für welche Filme er jetzt schon bereit steht. Und da können wir auffälligerweise sehen, dass unter Sachen wie Gladiator 2 ebenfalls gelistet ist, dass dieser Mann seit 2024 an einem neuen Jurassic Park Film arbeitet. Jetzt gibt es hierbei drei Optionen, was das zu bedeuten haben könnte. Die eine ist natürlich, wir bekommen wirklich nochmal einen Jurassic Park Film und uns wird irgendeine Zwischengeschichte erklärt. Das heißt, dann könnten wir, wenn es wirklich eine Trilogie werden sollte, vielleicht, was weiß ich, einen Film bekommen zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2, einen zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3, Hurricane Clarissa vielleicht, wäre ganz geil, und einen Film zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World. Damit würde sich dann zwar die Aussage von David Koepp nicht mehr wirklich decken, dass der neue Film ja wirklich nach Jurassic World Dominion spielen soll. Deswegen wäre dann jetzt hier die zweite Option fällig, dass die ganze Nummer einfach nur ein Arbeitstitel wäre und wir, naja, möglicherweise noch den richtigen Titel irgendwann erfahren werden und dass der einfach noch nicht feststeht. Option Nummer 3 wäre dann tatsächlich ein wahr gewordener Traum der meisten Fans. Ein Kommentar, den ich jetzt auch öfter von euch gelesen habe, dass das bedeuten könnte, dass wir nun wirklich ein Reboot bekommen. Wer sich daran erinnert, es war ganz zu Beginn mal die Rede von einem Reboot gewesen, allerdings nie von öffentlicher Seite aus. Die haben bei Deadline, glaube ich, von einem Reboot gesprochen. Das war aber auch das einzige Mal, wo das aufgeflackert ist. Der Hollywood Reporter hat da schon von einer Fortsetzung gesprochen, beziehungsweise von einem Soft Reboot. Das bedeutet, dass der ganze Film immer noch nach Jurassic World Dominion spielen kann, zeitlich eingeordnet, aber trotz allem die vorhergegangenen Filme mehr oder weniger ignoriert. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier lediglich einen Arbeitstitel stehen haben. Ein paar von euch hatten mir auch geschrieben, naja, aber alle anderen unten drunter aufgelisteten Filme sind ja auch keine Arbeitstitel. Das sind ja die wirklich erschienenen Titel. Und da muss ich euch recht geben, das stimmt auf der einen Seite zwar, allerdings ist diese Liste komplett digital einsehbar. Das heißt, wenn jetzt der Name noch nicht einmal feststeht, dann braucht man eben irgendeinen Platzhalter. Deswegen wird dann dort einfach Jurassic Park als Platzhalter hinterlegt worden sein. Ich behalte das Ganze mal für euch im Auge. Mal schauen, wenn wir jetzt den Titel in ein paar Tagen vielleicht schon erfahren werden, ob sich dann ebenfalls auch in der Liste der Titel ändert, obwohl es dann auch irrelevant ist. Oder möglicherweise bekommen wir auch dann den neuen Titel Jurassic Islands veröffentlicht und Jurassic Park bleibt trotzdem in der Liste weiterhin bestehen. Und dann können wir uns mal darüber unterhalten, ob wir vielleicht neben dem Jurassic Island Film 2025
noch ein Jurassic Park Sequel bekommen. Wir brauchen jetzt endlich mal handfeste Informationen zu diesem Film. So handfeste Informationen wie die, die ich jetzt für euch habe. Ich habe euch ja in einem anderen Video bereits erzählt, dass unter anderem Locations wie Thailand gewählt wurden, um den Film zu drehen. Thailand soll das Inselfeeling wieder einführen. Ob man jetzt in dem Film wieder die Isla Sorna oder die Isla Nubla einfügen wird oder eine ganz andere Insel, das ist noch nicht wirklich offiziell klar. Es gibt Gerüchte, die wieder von der Isla Sorna reden. Ich würde es einfach irgendwie ein bisschen lahm finden, weil wir haben halt noch so viele andere Inseln. Und wenn ihr doch auch noch meint, ihr wollt von den anderen Filmen ein bisschen weiter wegrücken, dann nehmt euch eine andere Insel. Wir haben jetzt so viele inzwischen. Da müssen wir aber einfach mal abwarten, was dann da am Ende dahinter steckt. Unter anderem wurde aber auch Malta als Location gewählt. Und da haben wir uns noch drüber unterhalten. Und ich habe gesagt, oh nein, warum genau Malta? In Malta hatten wir die Schwarzmarkt-Szene gehabt in Jurassic World Dominion. Die neue Animationsserie Jurassic World Chaos Theory wird uns einen Bogen spannen von Fallen Kingdom zu Jurassic World Dominion. Sayona Santosen, die Atrociraptoren, werden in dieser Animationsserie eine große Rolle spielen und die haben auch in Malta eine große Rolle in Jurassic World Dominion. Und ich habe mir gedacht, okay, die werden mit Malta. Malta wird jetzt das Zentrum des neuen Jurassic-Universums sein und von da aus werden wir jetzt ganz viele Filme bekommen. Ein Film über Kayla, ein Film über irgendwelche anderen Figuren und ich habe mir wirklich schon gedacht, ich würde das nicht unbedingt sehen wollen, weil ich persönlich fand Malta nicht cool. Jetzt kam allerdings raus, warum der Standort Malta gewählt wurde und zwar nicht, um den Schwarzmarkt wieder aufleben zu lassen. Also der Schwarzmarkt könnte immer noch irgendwie auftauchen, aber der richtige Grund, warum man sich jetzt hier Malta als neue Location für den neuen Jurassic-Film ausgesucht hat, sind gewaltige Unterwassertankstudios, in welchen unter anderem Filme wie Titanic ein paar Szenen bekommen haben. In diesen Unterwassertankstudios gibt es ebenfalls einige Unterwassertanks, die mit internen Kameras ausgestattet sind. Und da muss die ganze Location in Malta wohl unfassbar fortschrittlich sein. Ich meine, wenn die damals da auch schon Titanic zum Teil haben mitdrehen lassen, das waren aber auch wohl nur ein, zwei kleine Szenen, dann gibt's die ja schon eine ganze Weile und dass die vielleicht inzwischen sogar mitunter die fortschrittlichsten sind, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das würde allerdings nun auch bedeuten, dass wir scheinbar mindestens eine richtig coole Szene unter Wasser bekommen werden, wenn das tatsächlich so eintrifft. Denn wie viele Kommentare habe ich schon gelesen, ich würde gern mal einen Film mehr über Wassertiere sehen. Den Plesiosaurus, den Mosasaurus, irgendwie sowas, angelehnt an Jurassic Park The Game. Da ist die Szene mit dem Mosa eine der geilsten im gesamten Spiel. Es ist zwar erneut noch nichts offiziell bestätigt, dass wir hier auch wirklich eine coole Dinosaurier-Wasserszene bekommen. Allerdings gehen die Studios nun wirklich zu diesen Unterwassertankstudios nach Malta, um dort etwas abzufilmen. Also wenn die da jetzt wirklich nur irgendwie abfilmen, wie Leute blöd im Wasser rumtauchen und da kommt kein Saurier an, dann wäre das wirklich krass. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel reininterpretieren in die ganze Nummer. Das könnt ihr jetzt für mich machen. Meint ihr ja, wir werden auf jeden Fall eine coole Wassersaurier-Szene sehen, mindestens eine. Meint ihr, dass der Film generell vielleicht sogar mehr auf dem Wasser oder mehr im Meer spielen wird, als wir das bisher wissen? Ich meine, ja, wir haben noch unsere Insel-Location von Thailand, aber vielleicht geht es ja in dem Film um irgendwie eine gestrandete Gruppe von Menschen, die versucht, von der Insel wieder runterzukommen. Und dann bekommen wir vielleicht irgendwie eine Szene mit einem Floß, die wollen rausfahren. Und dann filmen sie das Ganze auf Malta in diesen Unterwassertankstudios, weil die Gruppe dann irgendwie untertauchen muss, um vielleicht zu einem Schiffswrack zu kommen oder irgendwie so eine Geschichte. Für mich macht das sehr viel Sinn, weil der Film ja auch jetzt schon im Juli rauskommen soll. Die fangen jetzt auch bald an zu filmen. Ursprünglich war der Plan gewesen Ende Mai, jetzt scheint es aber erst Ende Juni zu werden. Und scheinbar wird dieser Film relativ günstig produziert werden. Da gab es auch schon erste Aussagen, dass, naja, das Budget eines Jurassic World Dominion wird jetzt hier nicht reinfließen. Das heißt, der Film wird kleiner werden als die Filme davor, zumindest als die Jurassic World Filme, was ich cool finde. So ein Film in der Größe von Jurassic Park 1 in einem überschaubaren Setting, von mir aus auch vom allerersten Jurassic World, das würde ich wirklich sehr cool finden und da würde so ein Schiffsbruch-Szenario würde dann doch ganz gut dazu passen. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir mal deine Gedanken zu allem hier in die Kommentare unten rein. Wie gesagt, das sind bisher alles nur Gerüchte und Theorien, bis auf eben die Wassertanks, da dreht man wirklich aus dem Grund, weil da eben diese Wassertanks sind. Was kann das bedeuten? Schreibt mir alles dazu in die Kommentare unten rein, was ihr euch gerade im Kopf durchgehen lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.